Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist Ostern oder es wird Ostern gewesen sein oder es ist bald Ostern. Ich weiß es doch auch nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir wieder eine richtig coole Aktion für euch haben mit richtig coolen YouTubern und mir. Ihr seht in der Infobox alle Leute verlinkt. Besonderen Dank geht raus an Mira, die mal wieder alle zusammengetrommelt hat, um das hier möglich zu machen. Es gibt richtig coole Sachen zu Ostern. Basteln, backen, kochen, einfach alles. Wie immer, nur wie immer halt cool. Ne? Ihr kennt das, die ganzen Mädels verlinkt, auch in der Endcard und in der Playlist. Ihr könnt da gerne mal Grüße von mir da lassen, Simply Tim. Und nach dem Intro seht ihr, oder naja, seht ihr auch schon in der Titelbeschreibung, was es bei mir gibt. Und was der ganze Kram hier zu suchen hat. Okay, das ist mein Trinken, aber was dieser Kram hier zu suchen hat. Und was diese Chips-Tüte-Dose. Was diese Chipsdose hier zu suchen hat. Nach dem Intro. Yippie-yay-yay. Würde ich sagen. Es geht los und zwar basteln wir einen Osterhasen. Ich wollte gerade schon Weihnachtshasen sagen, aber wir haben ja Ostern. Ah! Ich habe mir viele mögliche Motive ergoogelt. Einfach Osterhase-Deko oder Hase-Deko. Und ja, wenn ich jetzt meinen Kopf zu euch beamen könnte, würde ich euch hier so, ne, das zeigen, aber naja. Es soll eine lange Figur werden, ungefähr in der Länge, mit Ohren, ne, so, und den Vorderpfoten so angewinkelt. So, und Hinterpfoten dann halt so nach hinten. Ihr könnt mir folgen? Nee? Gut, dann wartet einfach ab, bis man hier vielleicht etwas mehr sieht. Bisschen Zeitraffer, ihr kennt das. Und zwischendurch sicherlich mal ein Update-Blick. Weil ich glaube, das wird eine längere Sache. Und derweil gucke ich mir ein bisschen Fernsehen an. Und ihr könnt mir dabei zugucken. Könnte das spannend werden? Bestimmt. Weil ihr seht es viel schneller, als ich es jetzt mache. Also, viel Spaß dabei. Eigentlich war mein Plan ja, die Pringles-Dose mit einzubauen. Aber naja, das seht ihr gleich, wie das endet. Und ansonsten, ja, fuchle ich das hier gerade auseinander mit der Zange und dann wird das geformt. So wie ich das in meinem Kopf mir gerade vorstelle, mit den Beinen unten und dem Hals so ein bisschen abbinden, damit die Halsform schon mal rauskommt. Und ja, das Ganze muss dann natürlich ein bisschen fest werden, ne? Also mit dem Draht da nochmal durch, dass es alles eine gewisse Stabilität kriegt. Genau, und jetzt schneide ich mir nochmal Draht ab für die Arme. Die kommen nämlich links und rechts nochmal separat dran, damit die schon mal eine gewisse Form kriegen. Und ja, ich hoffe am Ende seht ihr, wie ich das meine. Nicht schlimm, wenn ihr es euch jetzt noch nicht so ganz so vorstellen könnt. Tja, Leute. Ihr erkennt es natürlich sofort, weil ihr genauso kreative Köpfe seid wie ich. Das ist der Hase. Ja, vielleicht erkennt man es nicht ganz so 100% gut, aber ich erkläre euch das mal. So, komm mal wieder hinter der Kamera her. Also, das ist quasi das Gesicht, so der Kopf und die Ohren, also die Ohren und so, die kommen noch. Das hier sind die Ärmchen. Und hier sind so die Füße. Das muss man vielleicht nur ein bisschen. Also ihr müsst schon ein bisschen kreativ mitarbeiten, sonst wird das hier nichts. Ich habe hier so ein bisschen Spachtel angerührt, so Kleister. Sieht momentan eher aus wie Erbrochenes. Darauf erstmal was trinken. Ja, und dann ein paar Handschuhe und ganz viel Papier, um das da drumherum zu modellieren. Ja, genau das ist der Plan.
Ich hoffe, ihr habt im Zeitraffer ein bisschen was erkennen können, weil jetzt folgt der nächste Zeitraffer mit der Modellage. Dieses Ding. Genau. Und ich muss irgendwann nochmal den Boden machen. Wahrscheinlich eigentlich auch so. Ja, wartet, ich mache erst nochmal einen Boden, weil damit das ein bisschen steht, wisst ihr? Und wenn der Boden richtig stabil ist, dann kann man das ja auch als Spardose benutzen. Voll gut, ne? Ja, ist auch meine Idee. Übrigens wäre dann mein Plan entweder das Kleingeld oben wieder durch den Schlitz rauszumachen. Also einmal den Hasen auf den Kopf stellen und doll schütteln, um das Kleingeld wieder rauszukriegen und natürlich die fetten Scheine. Oder ihr müsstet ganz vorsichtig eine OP durchführen, so am Rücken oder vielleicht am Boden. Na, aber durch die Gitterstruktur ist auf jeden Fall auch eine gewisse Sicherheit gegeben, dass ihr da nicht so leicht reinkommt. Ich kann euch schon mal verraten, der Boden ist auf jeden Fall auch echt stabil geworden. Nur durchtrocknen muss das Ganze, weil da sind ja etliche Schichten Papier und ganz viel von dem schönen Kleister drauf. Deswegen. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, benutzt auf jeden Fall viel von der Zeitung, nicht so viel von der Werbung, weil das hält hinterher besser, beziehungsweise auch die Farbe hält dann besser. Wie lang war das jetzt für euch? Nicht besonders lang, schätze ich, ne? Ich zoome mal ein bisschen ran. Sieh mal einer, guck. Sieht doch schon viel mehr wie ein Hase aus, oder? Das glaube ich nicht, Tim. Aber, oh. Gehen wir nochmal vor die Kamera, ne? Das hat jetzt ungefähr ein Stündchen gebraucht. Oh Gott. Ja, also ich muss schon ein bisschen meine Kreativität anstrengen, um daraus jetzt noch einen Hasen zu erkennen. Aber ich weiß, wo ungefähr hier so Gesicht und hier so Arme. Das wird noch. Ich wollte euch nur einen kleinen Zwischenstand geben, weil ich mache jetzt Pause. 2000 Jahre später. Da bin ich wieder frisch gestriegelt. Ihr habt es gar nicht mitbekommen. Doch, okay. Ihr seht ein neues T-Shirt, genau. Die Handschuhe sind übrigens gar nicht mal so die schlechte Idee gewesen, weil das ist schon eine ordentliche Sauerei, muss man ganz schön sagen. Aber es hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, es regt euch ein bisschen zum Nachmachen an. Auch die ganzen vielen coolen anderen DIY, vor allem DIY zum Essen, gibt es aber bei den anderen Kolleginnen. Und zwar in der Infobox verlinkt, in der Playlist und auch nochmal einzeln. Da gibt es auf jeden Fall noch was zu gucken für euch. Hier auch nochmal etwas näher das Ganze. Bitte guckt da nicht so auf meinen Astralkörper, sondern eher so auf den tollen Body vom Hasen. Gut, jetzt ist er etwas näher. Ihr könnt ihn vielleicht noch weniger erkennen. Ich weiß es nicht. Rechts diese Erhebung und ich weiß es nicht. Kann man die Arme erkennen, hoffentlich. Und das, was da so absteht, ja klar, das sind die Ohren. Habt ihr sofort erkannt, ne? Ja, der hat auch noch ein Loch im Kopf, aber das werde ich auch noch schließen. Das habe ich euch im Video ein bisschen vorenthalten. Die Hälfte vom Deckweiß, nenne ich es mal, ist weg, aber es hat gedeckweißt. Das, was es halt sollte, ne? Ich finde, er sieht irgendwie lustig aus. Wir brauchen auf jeden Fall einen Namen für Hasi. Ganz klar. Von daher. Aber jetzt wird erstmal noch ein bisschen dran rumgepinselt. Kommt noch ein bisschen Farbe dran. Und ja, dann präsentiere ich euch Hasi. Natürlich braucht Hasi jetzt auch ein bisschen Farbe ins Gesicht. Sonst wäre er etwas kränklich. Die Nase male ich mal einfach schwarz und ansonsten Füße und Ärmchen schwarz und er kriegt ein paar schwarze Flecken. Werde ich gleich nochmal ein bisschen verschönern. Momentan sieht er vielleicht eher aus wie eine Kuh, so gefleckt. Ein bisschen Gras, das steht da drauf. Und dann den Pastellton. So sieht er auch ganz schick aus eigentlich. Also ich weiß, es ist vielleicht nicht ein Meisterwerk.
Aber ich bin ziemlich zufrieden. Ich mag ihn. Und er wird jetzt auf jeden Fall länger bei mir wohnen. Das könnt ihr aber auch nachmachen mit kleinen Kindern. Vielleicht dann ohne den Draht. Ich habe euch auf jeden Fall noch in der Endcard und in der Infocard hier oben rechts irgendwo ein etwas einfacheres DIY verlinkt. Und zwar ein Sparschwein mit Luftballon. Ganz ohne Draht. Das könnt ihr im Kleinen dann auch nachmachen. Jetzt wollt ihr natürlich auch das Ergebnis dieser wilden Bastelei sehen. Und ja, hier ist er, getrocknet, frisch gestriegelt. Und ja, ich präsentiere euch Hasi. Ihr dürft jetzt gerne in den Kommentaren mal einen Namen aussuchen. Und wenn es sonst nichts mehr zu bereden gibt, gebt den Ganzen doch einen Daumen nach oben. Und natürlich auch den anderen Jungs und Mädels in den anderen Videos, die die letzten Tage kamen. Weil jetzt ist Ostern, doch endlich mal so, ne? Und bis dahin gab es ja einige coole Sachen. Also, ne, auf eins dieser Videos mal drauf gehen. Alles in der Playlist verlinkt und alles dank der lieben Mira, die uns alles zusammengetrommelt hat für einen richtig coolen Oster-Countdown dieses Jahr 2022. Bis dann.